Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Tag 5. Ja, jetzt hatte ich für Tag 5 tatsächlich einiges an Einsendungen. Unter anderem Vintage, unfertiges Projekt, geometrische Formen, Folientechnik, Wellpappe, alte Buchseiten, Blätter, Ast, Baum, Wald. Okay. Wellpappe, alte Buchseiten habe ich deshalb durchgestrichen, weil ich sowas nicht besitze. Also ich habe weder Wellpappe hier, also ich habe höchstens die normale Pappe da. Aber ich denke mal, dass diejenige, die Bastelwellpappe gemeint hat, sowas habe ich nicht. Und ein altes Buch, was ich benutzen könnte, was jetzt richtig schön vergilbt ist, habe ich auch nicht. Das fällt leider raus. Bei der Folientechnik weiß ich leider nicht genau, welche sie gemeint hat. Aber wir gucken mal. Ich muss ja eh erst mal ziehen. Vier Stück haben wir ja schon gehabt. Die habe ich vorne dran stehen. Und jetzt, ich überlege, also ich glaube, in die größeren hatte ich auch das Papier reingepackt. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau, was ich wo reingepackt habe. Ich würde jetzt nochmal ein kleineres ziehen. Ich nehme das hier. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist es wieder irgendwas zum Kolorieren. Ja, es fühlt sich an wie ein Stempel. Okay, also wir hatten Ostern, nach Ostern kommt Weihnachten, nach Weihnachten kommt Halloween, ist so ganz klar, oder? Also, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Okay, was jetzt natürlich schwierig wird, weil ich habe kein Halloween-Papier. Also das Halloween-Papier, was ich habe, befindet sich in diesen Tütchen. Mir fällt aber bestimmt was ein. Ich würde kurz mal stempeln und kolorieren. Wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht habe ich bis dahin eine Idee. Ja, ich habe schon wieder ein Problem mit meinem Akku gehabt. Ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Aber ist nicht so schlimm. Koloriert habe ich. Jetzt ist mir nur gerade aufgefallen, dass ja Vorgaben unter anderem waren Vintage und geometrische Formen. Ja. Dazu ist mir jetzt noch nicht so wirklich was eingefallen. Ups. Ja, das ist eine gute Frage. Ich tendiere so ein bisschen in die ATC-Richtung. Mir fällt noch nicht so viel dazu ein. Also ich mache mir mal jetzt noch Gedanken und besorge mir mal noch ein paar Dinge, die ich vielleicht verwenden kann. Bis gleich. So, ich habe jetzt ein bisschen rumgeschnibbelt und vorbereitet. Ich bereite auch noch weiter vor. Ich werde Vintage Halloween machen. Wie ich die geometrischen Formen reinkriege, weiß ich noch nicht. Alles andere weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Wir werden gleich sehen. Ich schneide noch ein bisschen vor mich hin und wir sehen uns gleich. So. Jetzt sind wir schon ein kleines Stückchen weiter. Ich habe ein bisschen embossed mit ist abgebrochen. Mit dem Pulver und dem Embossing Inkpad vom Action. Ein bisschen aufräumen. Und zwar ist das so ein Stempel von EFCO. Den hatte ich damals beim Dieter bestellt. Oh, da muss ich auch nochmal drüber gehen, da hat sich noch was. Also die ersten sind nicht ganz so vollflächig geworden. Ich wollte es ja eh nicht so sauber haben. Das geht auch auf diesem Aquarell, auf dieser Struktur nicht so wirklich. Ich wollte es ja nur so ein bisschen angedeutet haben. Es wird ja Vintage Halloween. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, eigentlich könnte man hergehen und könnte sagen, ja, Vintage sind ja geometrische Formen.
Auslegungssache. Aber vielleicht habe ich noch eine andere Idee. Ich werkel jetzt mal weiter. Ich muss jetzt nämlich hier mal langsam. Überall fliegt das Puder rum. Ich muss jetzt hier mal langsam auch ausschneiden. Ich werkel mal weiter und wurschtel mich durch. Bis gleich. Ich sag, wie es ist. Es geht schleppend voran. mir ist jetzt gerade wieder eingefallen, dass da ja noch Baum oder Blätter oder irgendwas rein müssen. Also mein Set besteht ja aus mehreren, wahrscheinlich aus 6 Stück. Ich habe mir jetzt auch noch die Sprüche hier gestempelt. Habe mir noch ein Blatt ein bisschen eingefärbt. Das ist aber auch noch nicht trocken. Ich sag's ja, es geht schleppend voran. Naja, ich wurschtel mal weiter. Wir sehen uns. So. Ich bin fertig. Meine Halloween Vintage Karten. Ich bin nur noch am Überlegen, ob ich noch ein paar Drops drauf mache. Eigentlich ist da ja schon genug drauf. Da bin ich mir jetzt irgendwie noch so ein bisschen unsicher. Ansonsten, ich würde sie einfach mal an die Kamera halten, so nach und nach. Das da hinten im Hintergrund ist ein Baum. Die Eule verdeckt jetzt doch einiges. Aber es ist ein Baum. Dann haben wir hier auch noch die Sprüche. Where is the candy? Happy Halloween. Trick or treat. Da ist auch noch so ein bisschen Wink of Stella mit bei. Ach, meine Finger sehen aus. Und die Miezekatze. So. Das ist mein Vintage-Projekt. Mit den Drops bin ich mir jetzt, wie gesagt, gerade nicht so sicher. Mache ich noch welche drauf oder auch nicht? Theoretisch wären sie so auch schon fertig. Vielleicht probiere ich es auch auf den mit den Sprüchen nochmal aus. Mal gucken. Ja, aber das war jetzt mein Projekt. Meine Challenge Tag 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unter dieses Video, was ihr für morgen gerne sehen möchtet. Also für Mittwoch. Und also was heißt, was ihr gerne sehen möchtet? Haha, ich kriege ja was zugelost, aber was die Vorgaben sind. Also hier habe ich jetzt umgesetzt Vintage. Unfertiges Projekt. Insofern diese Papiere, die waren ja. Die Hintergründe waren fertig, aber ich habe halt einfach noch kein Projekt damit gestartet. Also es war ein unfertiges Projekt. Und ATCs mache ich ja permanent, also sind die immer unfertig. Was haben wir noch? Geometrische Formen habe ich auch noch benutzt. Wenn die hier nicht reichen von den Zahnrädern. Und die Äste. Es war nicht einfach, ihr Lieben. Es war nicht einfach. Gerade mit diesem Thema Halloween und Vintage. Das ist schon ein bisschen. Aber eigentlich gefällt es mir. Ja. So im Nachhinein, es gefällt mir. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare meine Vorgaben für morgen, was ihr gerne mit eingearbeitet haben möchtet. Es können Farben sein, Formen sein, Dinge sein. Gut, wenn es jetzt was ist, was ich nicht da habe, dann schließt sich's halt aus. Aber wir werden es merken. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao. Fühlt euch geherzt.